Zurück zu Let's Play Rayman Legends. Wir wollen heute den Part, den Level Fiese Früchtchen machen, denn wir haben ja noch einige Origin Level hier bei Rayman Legends zu erledigen und, oh, ich habe sogar noch gekriegt. Wir haben hier eine Show. Ja, wir haben hier eine schöne Eiswelt mal wieder. Was ja irgendwie so... Okay, da müssen wir so hoch. Was ja nicht so... Und? Ach, und direkt erledigt. Was ja für Gomorland nicht mal so untypisch ist. Ah, ein paar paar Lumps gekriegt. Hier auch noch ein paar. Ne, ach. Ach. Geht gerade gar nicht. Also ich mache hier gerade nur falsch. Yes, das hat doch geklappt. Da hole ich mir auch noch natürlich... Lass mich hier auch nicht lumpen und hole mir die Lumps. Soweit schaffen wir es gerade gar nicht. Naja. Schaffen wir es auf jeden Fall schon mal hier hoch. Und schaffen es auch diesen... Pinguin-Butler zu erledigen. Oh gut, das ist eigentlich kein richtiger Pinguin. Na egal, wir haben hier schon mal einen Kleinling gefunden. Den ersten Kleinling in diesem Part. Denn wir haben ja noch einige Kleinlinge in den Origin-Leveln zu holen. Und hier müsst ihr euch mal überlegen. Ich habe jetzt schon... Wir sind jetzt schon bei Part 33, oder? 32, 33. Ne, müsste 33 sein. Wo wir jetzt schon sind. Ne. Sogar 34 oder... Ach, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall schon über 30 Parts. Und wir haben noch nicht alle Origin-Level gemacht. Und ich habe noch nicht mal ansatzweise alle Kleinlinge gefunden. Dieses Spiel hat einen Wahnsinnsumfang. Ich meine, wenn man da mal so vergleicht... Dishonored, was ja auch ein... Wirklich... Ach so, hier. War Run. Was auch ein wirklich super Spiel ist. Oh, hier ist ein Geheimnis. Hat halt auch nur weniger Parts. Und, ja, habe ich auch nur weniger Parts gebraucht. Gut, das jetzt auch nicht blind, aber ich denke mal bei dem Spiel hier... Würde das jetzt auch nicht so einen großen Unterschied machen? Oder bei einigen Spielen? Ob ich das jetzt blind, da würde ich vielleicht... Ah! Knapp, knapp, knapp. Fast hätte ich mich da, erledigt. Einfach hier schlagen, schlagen, schlagen. Und dann haben wir den auch gerettet, ohne zu sterben. Aber wir haben relativ wenig Lumps gekriegt. Ja, und überleg mal, ich habe noch bei den meisten noch keine Lumps. Und man hat hier noch die ganzen Challenge-Level. Also das Spiel ist eindeutig sein Geld wert. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, wie viele Parts ich bei... Wie viele Parts ich für, weißt du, so Pikmin 3, was auch in letzter Zeit rauskam. Wie viele Parts ich da gebraucht hätte. Ich schätze mal weniger, weil das Spiel, so toll es auch ist, nicht wirklich viel Spielzeit hat. Also ich will deswegen Pikmin 3 nicht schmälern. Das ist ein wunderbares Spiel und ein super... Oh, das war jetzt echt peinlich, Nils. Das war jetzt echt peinlich. Muss ich wahrscheinlich sogar noch den hier hinten holen. Ich gucke einfach nochmal nach. Ach nein, den haben wir schon geholt. Wenigstens das. Wenigstens das gibt uns das Spiel. Jetzt will ich natürlich hier erstmal die alle retten. Und dann hier müssen wir den Wallrun machen. Nein, nicht runterfallen. Ach, wir können auch so hoch. Eine Möglichkeit. Ach, den jetzt zu erledigen, habe ich irgendwie nicht so sehr Bock. Hier kriegen wir noch einiges. Muss manchmal hier echt aufpassen. Also hier Wallrun zu initiieren ist wirklich sehr schwer. Also man muss wirklich aufpassen, wenn man klein ist.
Denn man hat hier sehr leicht dieses Problem, dass man genau diese Attacke, die ich jetzt gerade gemacht habe, macht. Was dazu führt, dass man, wie man hier gerade sehr gut sieht, man eigentlich nur noch Scheiße baut. Hat da wirklich sehr leicht... Also es kann sehr leicht dann passieren. Ha! Die sogar recht gut gekriegt. So, wir müssen aber hier rüber und wollen den erledigen. Wie eigentlich in jedem... Ja, wie in jedem Eislevel, den ist nicht hier wunderbar. Ich habe mir noch ein neues Leben geholt. Autsch. Toll. Da konnte ich jetzt so rein gar nichts mehr machen. Es war einfach echt gemeines Spieldesign. So, komm, komm, komm hier, Wallrun. Ach Mist, den Lumm haben wir nicht mehr gekriegt. Und einmal hier durch und den noch holen. Und hier haben wir natürlich noch einen Käfig, den wir uns... Also hier ein paar Rüben, die wir uns holen können. Und wow. Ganz ehrlich, das geht hier einfach nur sehr schnell ab. Und ich glaube jetzt, dass ich nicht mehr, dass ich diese... Ja, genau. Ich habe es doch gewusst. Jetzt, wo ich gestorben bin, kriege ich die natürlich nicht mehr so gut, wie es mir irgendwie was bringen würde. Ja, war klar, war klar, war klar. So, hier machen wir einfach mal da so ein bisschen. Mir ist das da jetzt eigentlich relativ egal mit den Lumps, die ich da kriege oder die ich vielleicht kriege. Ach, da habe ich jetzt auch keine Lust. Bevor ich da noch irgendwie runterfalle, gehen wir einfach weiter. Bevor ich mich da jetzt noch irgendwie umbringe. Würden wir auch alle nicht wollen. Ja, auch wieder super. Und da unten im Wasser sind schon wieder einige Piranhas. Ach, da haben wir auch mal so einen Teil, womit wir kleiner werden. Aber wir können erstmal hier weiter durch. So, haben wir hier jetzt einigermaßen geschafft. Und jetzt das. Klappt relativ gut. Puh, ah, das ging recht schnell. Da haben wir jetzt schon wirklich öfters mal gesehen, wo es dann doch ein bisschen schwieriger ist. Ich merke auch gerade, die Level werden auch einfach weitaus länger. Wenn wir uns da mal so angucken, was so langsam die Durchschnittszeit ist. Mal mehr, also... Gibt das... Yes. Ah. Puh. Puh. Das war jetzt sehr knapp. Aber ich habe jetzt gerade Angst, dass ich nicht mehr ganz nach da oben komme. Um mir noch den Käfig zu holen. Haha! Haben wir das noch? Oh, wir sind an sich schon bei dem Level hier fast durch. Ich sammle... Oh, da konnte ich jetzt nicht mehr nach oben schießen. Ich sammle hier jetzt... Oh, oh. Ich sammle mir jetzt... Hier noch ein paar Lumps ein. Und versuche hierbei nicht die ganze Zeit so im Kreis zu laufen. Ah, hier gibt es auch nochmal einen Haufen Lumps, den wir kriegen können. Ich habe so das Gefühl, wir könnten... Ach, einfach so. Ja, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. So will ich weiter. Wir könnten diesmal... Ja, wir schaffen es, glaube ich, diesmal mit den 600 Lumps. Das heißt, wir haben hier eine Chance, uns umzubringen. Das hätte ich, glaube ich, auch einfacher machen können. Oh. Okay, das darf ich nicht kaputt machen. Gut, dass wir das schon mal geklärt haben. Das darf ich nicht kaputt machen. Knapp. Der hat mich jetzt fast erwischt. Na, jetzt haben wir weniger Lumps. Ich weiß nicht, was ich gerade anders gemacht habe. Müssen wir so hoch und das darf ich wieder nicht kaputt machen. So, hier hinten gibt es auch wieder Lumps. Ne, keine Lumps. Dafür ein
ja, da könnte ich noch, glaube ich, ein paar Lums herkriegen. Ich will wenigstens noch die Münze haben. Wenigstens die will ich mir jetzt noch holen und dann können wir hier weiter. Wir haben jetzt auch, glaube ich, wenn ich richtig... Wie mache ich den jetzt kaputt? Ah ja, ich habe eine Ahnung. Okay, ich habe eine Ahnung, aber das wird mich umbringen. Ja. Es würde mich umbringen. Okay. Wenn das jetzt aber so geht, dann fällt er nämlich in die Tiefe und dann haben wir es geschafft. Und das hat sogar nur 10 Minuten gedauert, dieser Level. Ihr merkt, die Level werden länger und länger und länger. Was ja auch sehr gut ist. Denn wäre ja langweilig, wenn die Level einfach nur... Ja, immer einfach schnell, schnell, schnell ein Level durch. Und am Ende, ja, am Ende merken wir sowieso manchmal, dass die ein bisschen schnell werden. Wir, ja, dass wir doch relativ schnell sind. Weil es sind ja natürlich vergleichsweise auch nicht so viele Level. Ich habe hier sogar mal wirklich alles gekriegt. Gar nicht so schlecht. Und wir kriegen sogar einen neuen Origin-Level. Yay. In den Abgrund, ja komm, den schalten wir jetzt eben noch frei. Wir gehen auch mal bei dem Kuscheltier, was wir das letzte Mal noch gehabt haben. Oder noch erhalten haben. Das holen wir uns jetzt auch mal. Ja, da gibt es dann auch mal wieder eine Münze. Mit ein paar mehr... Ja. Mit ein paar mehr... Lums, genau, Lums. So, wir versuchen jetzt, glaube ich, noch sehr schnell einmal hier weiterzukommen, noch in einem der nächsten Level, also in einem schwereren Level, weil die Level werden natürlich auch alle schwieriger. Und da versuchen wir jetzt einfach mal hier noch schnell diesen Level zu machen. Wird hoffentlich nicht allzu lange dauern, Feuer und Flamme. Ansonsten haben wir halt einen sehr langen Part. Aber ich muss das so oder so bei Melanie hochladen. Ja, wir haben halt ein Moskito-Level. Eigentlich noch ein schöner Moment. Sehr schön, um aus... Irgendwie habe ich ein Déjà-vu-Gefühl. Bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, dass er diesen Level schon mal gespielt hat? Also jetzt nicht mal von Rayman Legends, von Rayman Origins gesehen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe diesen Level jetzt schon mal in Legends gespielt. Das habe ich jetzt gerade echt... Ah, ja, toll. Da habe ich mal einen... Da hatte ich vorhin ein Leben gekriegt und jetzt habe ich es natürlich nicht mehr. Weil ich mich da direkt verletzt habe. Ah, so komme ich da auch noch rüber. Hier noch schnell versuchen, die Lums zu kriegen. Hat nicht mal ansatzweise geklappt. Hier schnell durch. Aber hier wenigstens die Lums noch gekriegt. Da könnt ihr euch eigentlich mal fragen, so an Jump'n'Run-Spielen, was ihr da eigentlich so spielt. Weil das hier ist ja wirklich ein Jump'n'Run par excellence. Und wo wir dann da so sind, mir fällt da gerade so ein, weil Pip hat jetzt ein 3DS und der hat dazu auch noch Super Mario 3D Land. Was ich sehr gerne hätte, was aber einfach so bei mir finanziell und so gerade nicht drin ist. Aber da interessiert mich eigentlich, was spielt ihr so und ja... Was haltet ihr eigentlich so von Super Mario 3D Land? Weil ich habe gehört, das Spiel soll gut sein. Ja, also ich hätte... Ich weiß noch nicht, was ich da dazu halten soll. Deswegen, also will ich mal so euch fragen. So, so kann man einen Kleinling befreien. Das ist der ganze Trick. Hier muss ich unten schießen, damit das oben kaputt geht. Hier muss ich so schießen. Einfach damit ich die Lums von dem Gegner kriege. Den muss ich natürlich sowieso erledigen. Auch wieder von unten. Hier so schräg. Wir haben hier natürlich das... Ach ja, toll. Das größte unser größtes Problem ist hier, dass ich mich umbringe. Ist das Zeitlimit. So. Ja, das Zeitlimit ist hier natürlich das... Ja, toll. Das ist super gemacht, Nils. Den habe ich nicht mal jetzt gekriegt. Und seinen Kumpel erledige ich auch nicht. Oh, scheiße, da unten gab es ganz viele Lums, die ich dann doch gerne gehabt hätte. Oh, gut, den habe ich jetzt schon mal direkt erledigt, damit ich nicht da schon wieder direkt sterbe.
Jetzt würde ich natürlich noch gerne den erledigen. Mir fällt auch gerade wieder ein. Nils, du musst nicht mal die ganze Zeit drücken. Du kannst gedrückt halten. So, ich erledige, glaube ich, erstmal hier so die Gegner. Ha, hat doch super geklappt. Guck mal, das Vieh da hinten noch. Das ist nicht nur Deko. Der ist noch irgendwie wichtig. Ah, verdammt, nicht mehr so viele Lumps gekriegt. Okay. Ha! Hilfe! Ah! Okay. Okay. Der ist evil. Der ist echt evil. Boah, ich dachte schon gerade, scheiße, ich werde schon wieder zerquetscht, weil gerade ich noch das so verspätet auf meinem Bildschirm gesehen, also auf meinem PC-Monitor gesehen habe. Und da dachte ich jetzt gerade, wow, da wurde ich dann doch gerade zerquetscht. Aber glücklicherweise war das halt bloß so, ja, im Nachhinein. Also ich habe es schon mal gesehen, aber ich dachte, ich wäre jetzt schon direkt nachher noch einen direkten Fail hinterhergehangen. Was ja echt doof wäre. Autsch. Und da direkt nochmal Schaden genommen. Und war toll. Und wir starten natürlich wieder direkt hier hinten. Okay. Der Teil wird jetzt schon länger. Ich dachte jetzt gerade auch, dann schaffen wir das hier doch relativ im Zeitlimit. Und dann, okay, doch nicht. Okay, passt dann doch nicht so ganz. Leider. Naja. Müssen wir... Ah, ja, genau. Da, ins Wasser darf ich nicht rein. So ist es halt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich mich hier total konzentrieren muss, dass ich nicht verrecke. Weil, ja, genau. Sowas ist dann sehr unschön und das macht die Sache nicht gerade einfach. Da ist mir oben jetzt gerade egal, damit ich mich nicht schon wieder umbringe. Haben wir es geschafft? Oh, irgendwo kriege ich ein Herzchen. Ja, toll. Ja, ein Herzchen direkt zum Schluss des Levels. Das bringt mir natürlich sehr viel. Was das jetzt sollte, Spiel, echt mal. Gibt es mir ein Herzchen am Schluss des Levels? Aber, ja, doch, wir bleiben eigentlich relativ gut im Zeitlimit, oder? Da muss ich schon wirklich sagen. So. Und 300. Ja, gut, ich muss den Level nie machen. Ein Glück. Ein Glück, ein Glück, ein Glück. Und fürs Glück kriegen wir sogar noch ein Kleeblatt. Die ja Glückslose sind. Wo ich jetzt auch noch ganz Schluss zum Ende des Parts ein bisschen rubbeln werde, wo wir dann ein paar Lumps kriegen. Naja gut, wir beenden den Part hier jetzt. Also, wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann.